So, jetzt noch irgendwas Cleveres überlegen, bevor ich mich hinlege. Oh nein, ich lege ja schon. Nein. Da kommt jetzt schon wieder rein. Okay. Am besten hier ein paar Feuerwerkskörper. Fass meine Glocken nicht an, Rosa. Hallo. Okay. Noch kein Zoom in. Okay. Dann sage ich mal, ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel Roy P. Und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fire Emblem Engage. Lass mich noch kurz mein Aufnahmeding hier ein bisschen ausrichten. So, alles perfekt, cool. Wir sind heute hier mit der letzten Fragezeichen Nebenquest. Ja. Ich wollte die Bandgespräche machen wir jetzt einmal am Ende. Ne, ich vergaß. Wir sind hier in der letzten Nebenquest vielleicht und guck mal, was es jetzt damit auf sich hat, weil da habe ich keine Ahnung. Ich nehme jetzt an, es ist irgendwie, weiß ich nicht, es steht irgendwie so in Verbindung mit hier mein Hauptcharakter. Weil wir haben ja von jedem, ich hoffe, den Fernseher jetzt gerade leiser gemacht. Ja, weil alle anderen Nebenquests, alle anderen Paralox, bis auf das von Anna und John, hat ja irgendwie was damit zu tun, dass wir gegen unsere Embleme ja kämpfen, damit wir bessere Effekte mit dem freischalten. Mein Hauptcharakter ist ja jetzt auch ein Emblem, das Emblem des Feuers, das übrigens super geile Werte hat, wenn man Zeug, wenn man das gravieren will, ne? Zeige ich euch mal. Ich glaube, da gibt irgendwie alle Werte hier ein Plus bis auf, weiß nicht, Gewicht oder so. Ich glaube, das ist genau das gleiche wie bei Marv, nur halt besser, weil Marv gibt auch alles hier plus 5, ne? Außer Kraft, da gibt es 1, ne? Treffer plus 10, ne? Jetzt gehen wir mal zum Dings hier. Zum Feuer, ne? Okay, Kraft geht um einen runter, dafür kriegst du plus 20 Treffer, plus 20 Crit, plus 20 Ausweichen, plus 20 kritische Ausweichen, minus 1 Gewicht. Das ist ziemlich überpowered. Ich glaube, ich habe das in Dings reingepackt, in Rafaels Waffe. Damit er auch halbwegs war, trifft damit und mehr Crit hat und also was, ne? Aber das wäre auch gut hier für so eine Crit-Waffe. Eben für einen Voda und für einen Schnitter. Aber die haben auch schon geile Sachen, ne? Von Corin, glaube ich. Auf hier Crit. So, wir gucken uns sofort an. Ich habe schon wieder voll verlaufen hier mein Gespräch. Movia und Rosado. Wir gucken uns natürlich hier wieder ganzen Support-Sprecher. なんだ。可愛いを知らないからブスっとしてるんだよ。そんなんじゃ人生楽しくないから、俺が可愛いとは何かを教えてあげるよ。本当に。パウソンヒア、パウソンダー。当然。何よりも最優先だよ。可愛いを知らない人生なんて。例えば激辛鍋から激辛を抜いたようなものなんだよ。 Dass niemand einfach nur so leben darf, ne, ohne irgendwie Niedlichkeit zu haben, ne? Rosado muss alle niedlicher machen, so. Zedal und Kagetsu. タロットカードを使った占いの練習だよ。俺の本職はダンサーなんだけど、占いも得意なんだ。
得意なのにもかかわらず練習を欠かさないとは関心なことじゃ。うん。少し訳ありでね。ん？そうだ。練習ついでに花月の運勢を占ってあげるよ。いや、それなら間に合っている。夜も同じようなことができるからな。ん？早速来たぞ。そなた、今日の昼飯に肉を挟んだパンを食べるつもりじゃな？ Wir nennen diese Erfindung den Burger. これは予知能力じゃ。予知。そんなことができるなら、俺にも教えてくれないか。すごい食いつきじゃな。しかし残念ながら教えることはできないのじゃ。この能力は生まれ持った力で学んで身につけたものではないのじゃ。カロ当選。Mitsamt seinen Kindern. そうなんだ。分かった。俺は地道に占いの腕を磨くとするよ。Verdammt, ich habe all dieses Geld für diese Karten ausgegeben. Oh mein Gott. So, für ich wollte gerade sagen, so etwas normales Gespräch hier, aber nee. Nee, da kann nichts Normales bei rauskommen. Ein Hauch von Süße. Verspricht viele Grüße. Ein Hauch von Tüll. Es gehört in den Müll. はい。華やかな香味が素晴らしいですね。サラダに添えると合いそうです。これがフィレネ王国大地王子の味か。僕の足ではないのだけれどね。それよりもついに用意ができたらしいね。アルフレッド王子のお体を筋肉隆々にするための料理。その御用意が整いました。ありがとうボネ。 それを食べれば僕の体質が改善され、晴れて強靭な肉体となるのだね。憶測の範囲は出ませんが。いいんだ。ネネス、ステロイド。バーガー。わかりました。では、お持ちいたします。肉だね。肉。肉。肉。 渡す限りに肉が並んでいる。筋肉のもとは肉。根拠はありませんが、そんな気がします。だからひたすら肉を食べれば体にも筋肉がつくかと思い。ありがとうボネ。何よりもその気持ちが嬉しいよ。すべていただいてみせるさ。この山のように並ぶ肉料理を。 Alfred ist erstickt und gestorben. Ah! Ist meine Aufnahme gerade hängen geblieben? Bei mir ist gerade alles kurz stehen geblieben. Ich mach mal kurz hier einen kleinen Schnitt, weil das war etwas gut. Ich dachte, meine Aufnahme hat sich gerade aufgehängt, also ja, bis gleich. So, ja, da war irgendwas komisches mit dem Sound, war irgendwie so ein komisches Rauschen. Ich glaube, das ist immer noch nicht komplett weg. Ich werde das gleich noch mal überprüfen, wenn wir in der Kampfvorbereitung sind, also wenn wir unsere Charaktere auswählen müssen und platzieren können und also was, ne? Dann werde ich da noch mal nachgucken, ne? Aber gucken wir uns mal die restlichen Dinger noch an, ne? Machen wir jetzt erstmal hier weiter, ne? So, wir schauen uns jetzt Etty und Fogado an. どうしようかな。どうされたのですか、フォガート王子。次の宴を計画してるんだけど、全然いい案が浮かばなくて、みんなの気分が晴れ晴れするようなものにしたい。でも、これがなかなか難しいんだ。難しいとは。状況が状況だから、楽団なんかに来てもらうというのも大変そうだし。 物資も限られてるから、新しいことを試して失敗するわけにもいかないし。そう考えると確かに。あ、お菓子を食べる会なんてどうだろう。みんなで集まって甘いものを食べる。Meine Leute hier nicht schon genug essen, ne? Ich bin der Gegner. Etie, ist Süßigkeiten nicht
Ein gesamter Charakter hat was mit Training zu tun. Alfred wacht aus seinem ewigen Fresskoma. Hat er gerade jemand gesagt Fressparty? Trainingsparty? Aus dem letzten Support, der liegt immer noch irgendwie da und der stickt irgendwie an so eine Fleischkeule. Oh, Luis und Zelkov. Ja, die zwei Weirdos. お前、俺を監視でもしているのか。わかりました。小細工はなしで、僕の気持ちを正直に話しますね。そうしてくれ。まどろっこしいのはなしだ。ゼルコバさん、僕はあなたの面倒を見たいんです。僕は4兄弟の長男です。 母は早くに亡くなってしまったので、男ばかりの家で、もみくちゃになりながら育ちました。父は働きに出ていたので、弟たちのことは僕が面倒を見ていました。その時の名残なんでしょうか。無性に人の世話を焼きたくなるんですよ。だから、俺を。はい。今回はゼルコバさんなんです。ただ世話を焼きたいということか。 Im Gegensatz zu mir. Ich bin moralisch voll korrekt. おや、ゼルコバさんにもご兄弟が。さあな。だが誰かの世話になるのはごめんだ。余計な気の使い方をするのはやめろ。確かにそうでしたね。ゼルコバさんの気持ちも考えずに申し訳ありませんでした。詫びの気持ちがあるのならうまい茶でも入れてもらうとするか。不眠解消に効く 茶葉があるのだろう。はい、ゼルコバさん。すぐに。Die Augen. Okay. Dann haben wir Citrin und Marin. Mein Gott, diese beiden sehen sich voll ähnlich. Mary, あなたってかっこいいわね。隣で戦う姿を見て。 Ja, was ist eigentlich mit dem Wettbewerb hier passiert zwischen ihr und Hortensia? Oder war es Rosado? そうね。やはり恐れることなく敵に挑んだところかしら。勇敢な騎士に見えたわ。騎士か。悪くない響きだよ。他には？まあ、もっと言ってほしいの？ 僕は格好良さを追求しているから他人の目が気になってしまうんだよ。少し意外だわ。絵画のような美女のあなたがそんなことを気にしていたなんて。気にするさ。戦場ではちょっとした気の緩みが命取りになるからね。ああ、ここでの命取りというのは格好悪いところを見せるという意味での命取りだ。いつも努力を怠らないようにして。 この印象を維持しないといけないからね。そうなの。戦場でまで気を使うのは大変そうね。おっと、そろそろ行かないと。鍛錬を怠ってはいけない。一人にか、話ができて嬉しかったよ。ありがとう。ええ、鍛錬、頑張っていらして。Warum haben all die Charaktere aus Brolia in der japanischen Version andere Namen? Ja, jeder Charakter aus Brolia, bis auf Diamant, scheint irgendwie anders zu heißen. So, dann. Pokémon wieder hier was rein. Weil, warum nicht, ne? Was soll ich denn sonst machen? Ja, Gregory. Da habe ich noch einige von diesen
essbaren Klamotten. Ein knusprig Bogen. Hm. Oh, ist so eine Schokolade. Ist eine riesige Tafel Schokolade. Ich liebe es. Ich brauche kein Eis mehr. Ich habe nur diesen hier. So, mehr kann ich glaube ich wieder nicht machen, ne? Ja, zwei von denen brauche ich nicht, ne? Ach, komm mal, ja. Ich habe einen Stahlbogen. Okay, okay, dann etwas kochen. Wer kocht denn hier? Du kochst hier, Jade. Jade. Gute Frage. Keine Ahnung. Ich will bei auf A bekommen. Das ist mein Lieblingscharakter. Hm, aber die essen die irgendwie was, was beide mögen. So, sind die alle so sortiert nach ne. Hm, oh. Na komm. Machen wir so. Einige Leute müssen ja auch mal irgendwie so auf A kommen, ne? Also ich komme Bock hier 10 Stunden mal zu warten. Ups. Krebs mit Obst, ne? Haut mal rein. Das ist aber kein Fleisch. Alfred liegt einfach nur mit dem Kopf da auf dem Tisch. So. Schrecklichkeit plus 2. Sehr cool. Koche 40 Mal. Vielleicht bekommen 40. Ein bisschen wenig. So, dann war alles erledigt, ne? Das heißt, wir können heute weitermachen. Zur Weltkarte bitte einmal. Na, gucken wir mal, wie das jetzt hier aussieht. Wie gesagt, ich denke, das hat irgendwie was mit irgendwie mit der Emblemform meines Hauptcharakters zu tun, ne? Ja. Ja, das ist die einzige Level, die noch übrig ist, ne? Danach haben wir wieder die Hauptstory, ne? Ja. Cool. Garten der Erinnerung. Ich guck gerade, ist das ein Ort, den wir kennen? Ja, ne? Bestimmt. Dann gehen wir mal da rein und gucken, was da los ist, ne? Müssen wir alle gegen meinen Hauptcharakter kämpfen. Na, wäre cool. Aber der kann ja schon Leute auf Level 20 bringen, ne? Bande werden geknüpft. Okay. Embleme können riechen.私たちが知らない紋章師のものかもしれません。確かめに行きましょう。
Ich bin auch hier. Oh, nee. Okay, das ist cool. Gehen wir echt noch ein anderes Emblem hier? Oh, ist uns wieder hier hängen. Könnte es sein? Ist es der Ring? Ich muss diese Technik einsetzen. Zwölf Leute, perfekt. Aber ich werde jetzt erstmal überprüfen hier. Wir gucken uns natürlich jetzt mal ihr Level hier an, was hier so los ist. Ne? Was ist das? Den Ring wieder einlangen. Oh oh. Baba. Baba. Ist das eine weitere? Ne, das ist keine weiterentwickelte, ne? Packtring. Anker. So, ich nehme an, die dürfen nicht hier in gelangen, ne? So wie das ausschaut. Muss ich jetzt mal raten, ne? Warte mal hier alles. Baba. Hat unterentwickelte Einheiten? Nee. 60 Schaden. Fangen langsam diese blöden Ritter mit ihren super harten Waffen. Gehen langsam echt auf den Nerven. Die sind gar nicht so viele Gegner, sehe ich gerade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Gegner. Okay. Ja, also da brauche ich ja nur einen Axtkämpfer, einen Schwertkämpfer hinschicken, ne? 108. Wenn ich jetzt irgendwie schaffen würde, Yunaka hier hinzuschicken, ne? Habe ich die überhaupt vorbereitet hier? Oder Zellkopf? Ich habe Zellkopf, okay. So, ich sage euch mal mein Team, ne? Die Leute haben wir alle dabei heute. So, warte mal, du hast Anker, ne? Das heißt... Okay, ich kann es nicht bewegt werden, aber ich kann nicht immer noch festhalten, ne? Okay. So, mein Team für heute, ne? Hier, Marv, ne? Weil wir können ihn jetzt auf Level 20 bringen, ne? Deswegen packen wir ihn mal hier da rein, ne? Mit meinem Hauptcharakter. Lenden mit Zaleka, Zalko und Life, Sidal und Mikaya, Citrin und Pilef, Louis und Lucina, Goldmarie und Roy, Sophia und Lynn, Chloe und Sigurd, Fram und Erika, Temera und Ike und Ike Crystal Coin. Hey, einen Moment. Das könnte extrem mächtig sein. Aber diese Strategie tue ich euch. Okay, ich habe schon eine coole Strategie. Ob die funktionieren wird, weiß ich nicht, aber gucken wir mal. Und ja, dann zeige ich euch mal gleich, wie das hier abläuft, ne? Okay, wir müssen den Ring wieder erlangen, dann haben wir schon gewonnen. Okay, heißt das, wenn ich den platt mache, dann wird das schon gewonnen haben. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Na gut, aber ja, ich gehe jetzt erstmal in die Aufnahme checken, ob alles in Ordnung ist, ne? Weil das war ein bisschen komisch. Und wenn ich halt nachgecheckt habe, dann zeige ich euch hier, was ich mir vorbereitet habe, ne? Also bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich weiß nicht genau, woran es liegt oder wie ich es beheben konnte. Ich habe alles noch mal ein- und ausgestöpselt. Da klang irgendwie mehr so wie so ein, weiß ich nicht, hat irgendwie ein Kabel nicht richtig steckt oder so, ne? Wie das sonst jetzt irgendwie behebbar ist, keine Ahnung, aber ich hoffe, es ist jetzt weg. Es ist irgendwie nur so ein komisches Rauschen nur während den Gesprächen in den Story Cutscenes oder in Supports. Also ja, werdet ihr vielleicht irgendwie am Ende vielleicht noch mal ein Rauschen hören, wenn wir ja fertig sind mit der Level, aber ansonsten müsste eigentlich alles normal sein. Keine Ahnung, ich habe jetzt noch mal alle Stecker rein und rausgesteckt,
normalerweise funktioniert hat, aber ja, gut. Gucken wir mal, ne? So, ich bin ja fertig mit meinen Vorbereitungen. Ich habe keinen Charakter gewechselt, kein Emblem gewechselt. Alles, was ich gemacht habe, ist, glaube ich, ihm einen Miniaturbogen gegeben. Ja, mal war es dann eigentlich auch schon. Position ein bisschen gewechselt, ne? Auf jeder Seite zwei Heiler. Das wird es hoffentlich bringen, ne? Ich tue mein Ich aus der Vergangenheit trauen, dass ich denen genügend Klamotten gegeben habe, so zum Ausrüsten, so Heilmittel und all so was. Und ja, dann gehen wir mal hier rein, ne? So, ich habe eine coole Strategie hier mir überlegt. Ich hoffe, die funktioniert auch. Sollte eigentlich funktionieren. Gucken wir mal. So, den Ring wieder erlangen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so einfach ist, dass ich einfach nur den Typen erledigen muss und dann boom, habe ich das Kapitel gewonnen. Ne, das kann unmöglich der Grund sein. Ne? Das kann unmöglich sein. Weil das wäre viel zu einfach, weil ich könnte mir sehr gut vorstellen, den Typen könnte man in einem Zug locker erledigen. So, meine Strategie ist die folgende. Und so wie ich das ausgerechnet habe, müsste das eigentlich funktionieren. Ne? Erst einmal packen wir hier ihn in, ne? Ja, Nebelader, nein, aktivieren wir nicht. So, dann gehen wir hier in mit ihm. So, jetzt war das eigentlich egal, ob der ihn erreichen kann oder nicht. Ja, perfekt. Weil Alquist ist ja verstohlener kriegen ja plus 30 mehr ausweichen, ne? Die doppelte Anzahl von ausweichen, ne? Das heißt, wir schicken ihn hier rein, er hat ausweichen 131, ne? 108 108 104, die werden ihn nicht treffen, ne? Dann aktivieren wir ja Bündnis mal mit ihm. Und dann greifen wir nicht mit dem Meisterbogen, mit dem Langbogen ihm sie ja an. Und jetzt ist er fast genagelt. Und ja, der kann sich jetzt nicht bewegen. Er hat zwar Anker, aber er kann sich trotzdem nicht mehr bewegen. So, ich kann mir nicht vorstellen, dass also der Typ ist jetzt hier sozusagen. Wir haben den voll im Griff gerade, ne? So, dann packen wir ihn hier hin, ne? Er hat, glaube ich, Treffer 108. Er hat Ausweichen 104. Das heißt, er wird zu 4% getroffen. Ja, können wir ihn hier hinschicken, ne? Und ja, jetzt haben wir sozusagen den Kampf eigentlich geklärt, ne? Diese grünen Bereiche hier, nehme ich mal an, sollen andeuten, hör mal, der darf nicht dahin gehen, ne? Der hier hat auch noch was, Gold. Also ja, wir haben sozusagen den Kampf jetzt hier komplett unter Kontrolle, würde ich sagen, ne? So. Oh, ich sehe gerade. Ich habe vergessen, ihn vernünftig zu positionieren. Müssen wir sie eben positionieren. 23. Das ist aber nicht so. So, ausweichen 95. Nee, das ist zu wenig. Dann packen wir das hier, ne? Obwohl. Na. So, dann machen wir den, ja. So, und ja, dann gehen wir ja in die Mitte, ne? Ich wollte eigentlich ihn da oben hinpacken, damit er alles wegtankt, aber ja, irgendwie habe ich es natürlich wieder geschafft, irgendwie hat hier zu verwandeln. So, ihr Kollegen, machen wir sie, packen wir sie das hier. 29, das ist nicht so viel, ne? 28. Nee. Gut. Also, Mama. Also meine Vermutung ist, sobald ich irgendwie, weil nicht,
diesen Ringtypen erledigt habe, werden irgendwie bald nicht. Wir sind noch den Level mit, wo wir irgendwie zum ersten Mal gegen Vale gekämpft haben. Also wo wir vom Vale wegrennen mussten. Stellen wir dann ungefähr so vor, ne? Ich erledige den Typ mit dem Ring, ne? Und der Ring switcht dann irgendwie zu einem anderen Gegner oder irgendwie sowas, ne? Null. Und ja, die treffen den nicht. Boah, der Crit mit den Helden finde ich so klasse. Aber ich dachte, du willst mich auch erreichen. Ja, was? Weiß ich, hänge schon wieder so auf dem Fenster, wenn ich das sage, aber bis jetzt sieht das noch relativ einfach aus. Da warten wir mal, bis wieder die unendlichen Stärkungstruppen kommen, ne? Von denen bisher noch gar keine kommen. Okay, so. Wenn ich mich irre, dann kann keiner von denen ihn treffen, ne? So, dich packen wir mal kurz hier hin. Können wir dich auch? Nein. Also wir haben die gesamte Situation hier eigentlich geregelt, ne? Ja, ich meine. Und hier haben wir schon mal ein Ding erledigt, ne? Ja, danke. So, ich vergesse mal den. So, können wir dich hier so platzieren? Habt ihr Tomahawks oder irgendwie so was? Nö. Machen wir halt so, nämlich. Oh. Okay, nehme ich. Alter, hat sie wenig HP, sich gerade. Und ich nehme jetzt mal einfach an, der Typ ignoriert uns einfach, ne, und will einfach nach oben rennen, ne? Ah, verdammt. Silberachs 47. Wenn ich dich hier benutze. Ah, warte, ist ja noch besser. Ich war lieber dich. Okay. Nehme ich. Mein Plan war jetzt eigentlich hier mit ihr anzugreifen, dann hier den hier zu machen, ne? Und dann mit ihm zu tanzen. Und ja, der wäre weg gewesen. So. Ich war noch nie so sehr in Kontrolle in einem Kampf wie bis jetzt. So, doch, Vorsicht, Stufe. Sie da hängt voll an der Stufe. So, mit etwas Glück. Oh, habt ihr echt so wenig Glück? Oh, guck mal hier. Ja, kann ich dich irgendwo platzieren, wo du voll in Sicherheit bist? Ja, ne? Hier. Da könnt ihr mich da treffen. Warum ist das hier? Oh, du kannst mich erreichen. Aber du hast Excalibur. Oh, verdammt. Krieg ich dich mit Dings kaputt? Ne. Also ich meine, wenn ich Glück habe. So, was ich mache hier, ne? Noch folgendes: Ich gebe dir erstmal den Miniaturbogen, damit du auch kontern kannst, falls die dich angreifen, und die werden dich angreifen. Ich bin ziemlich sicher, dann habe ich dich kaputt. Vielleicht mache ich einen Crit. Ja.
Okay, ist auch gut. Ist nicht schlimm. So. Auf Zerkopf können die auch losgehen, ne? Ist kein Ding. Obwohl, wie professionell ich mich hier gerade positioniere. So, da ist ein Excalibur-Typ. Den kann ich eigentlich mit Fram erledigen, ne? Jetzt bin ich aber doch gespannt, was dieser letzte Ring da ist, ne? Da kann unmöglich noch ein Dingen sein. Ja, das ist schon viel zu viele, ne? Na, mal schauen, ne? Ah ja, ich vergaß. So, auf was? Uff, Excalibur 35 23, ich glaube, wir den jetzt ja nicht erledigen, ne? Reicht natürlich wieder nicht genau. Aber was ich machen kann, ist machen wir den erstmal. Oha. Ja, okay. Adios. Okay. So funktioniert halt natürlich auch. Ich wollte eigentlich dann Fram hier bewegen, ne, damit er sie nicht mehr treffen kann, aber machen wir doch so, ne? Bei denen ja. Das brauchen wir eigentlich nicht mehr da auf der rechten Seite. Dann packen wir dich hier hin. Weil da bist du in Sicherheit, ne? Oh, ihr beiden. Ja, irgendwas, was besser treffen kann, vielleicht. Eine Leichtlanze, perfekt. Dann packen wir dich hin. Mit, ja, Verhaltung. Weil ich nicht will, hat uns die Ketzer Klaus. So, und du kommst halt jetzt wegen Miniatur. Gegen der Rüstung ist wahrscheinlich keinen Schaden machen, aber die Vollidioten lassen erstmal den bewegen, alles klar. Oh, Corin verhindert Combo-Angriffe. Sehr gut. Meine Schützen in diesem Spiel sind auch richtig gut. Ey. Normalerweise sind Schützen immer unglaublich schlechte Einheiten. Wow, haben wir diesen Typen schon relativ schnell entschärft. Gehen wir gleich mit Linden drauf. Okay, okay. Ich kann auf die Person losgehen, die mir nur 4 Schaden macht, oder die Person, die einen Waffenvorteil hat und mir mehr Schaden macht. Einfach. Ja, jetzt kommen wir. Wollen wir jetzt? Haben wir wieder festhalten, ne? Das kann unmöglich so funktionieren, Mann. Was ist das? Ja, dich machen wir ja mit unseren. Kriegen wir noch nicht mal platt. Nein. Gibt's doch nicht, Mann. Den kann ich machen, ne? Also genau wie. So, erstmal
Können sie auch retten. Ist nicht so unwahrscheinlich. Oh. Dann nehmen wir hier unseren Super durch. Uff. Aber ist in Ordnung, ehrlich gesagt. Ich werde dann gleich sofort wieder zu meinen Dingen wechseln. 122, ja. So, okay. Oh, warte, er trifft mich nur mit 3%. Okay. Alles okay, alles cool. Alles okay, Leute, kein Problem. So, und ich brauche noch nicht mal diesen super Dolch, um so ausweichen zu können. Das ist dieser Kampf. Also, was ich am meisten Angst habe im Moment, den Typen irgendwie zu früh zu erledigen, damit ich irgendwie das Kapitel schon viel zu früh erledige. Aber die Anzahl der Gegner hier nimmt beträchtlich ab. Von daher weiß ich nicht, ob da hier irgendwie was. Da kommt noch mehr, da kommt ganz sicher noch mehr. Ja, komm, na, warte mal. Kannst auch Schaden nehmen. Mit einer P schon wieder. Das gibt's schon wieder nicht. Mach das später ja extra. Also, ich stich einmal kaputt. Okay. Und dann heile ich dich mal. So, cool. So, die Situation sieht ein bisschen schwierig aus. Eigentlich auch nicht, ne? Schon wieder nur einer P übrig geblieben ist, ne? Hätte nicht den einen AP auch noch abziehen können, oder? Also erreicht den noch nicht mal. Oh. So was kannst du nicht erfinden. So, das geht nicht. 1, 2. Ah, nee, du hast Excalibur, ne? Hm. Was mache ich hier am besten? Richtig da unten, ne? Soll ich dich einmal boxe? Oh. 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 Mir letztens mal irgendwie so, weiß nicht, so ein YouTuber angeguckt, der irgendwie die ganzen Duelle von Yu-Gi-Oh hier hochlädt, und da habe ich erst wieder gemerkt, irgendwie, was der legendäre Fischer für einen Sound macht, wenn immer der gerufen wird. Ist, oh, jo. So, für meinen legendären Fischer. Oh, jo.
So. So, und jetzt mit einer geballten Kraft von ihr müsste ich den eigentlich erledigt kriegen, ne? Eine Kombination mit Zedal. Bunchka, Bunchka, bum, bum, Bunchka. Und der ist weg. Oh, das ist sogar noch schneller. Ich sehe da. Sehr cool. Sehr cool. Okay, super zum Ausweichen, die Werte. So. Oh nein, er hat wieder seinen Langbogen ausgezogen. Oh mein Gott, die haben sogar halbwegs eine Chance, ihn zu treffen. 16%. Ah, verdammt, ich habe vergessen, Miniaturbogen jetzt zu wechseln. So, da kann unmöglich alles sein. Da kommt noch irgendwas. Das ist viel zu wenig. Boah, ich könnte ja voll reißendes Gebrüll einsetzen, ne, um die alle festzuhalten. Aber ich kann auch Folgendes machen. Ja, ich halte mal fest, ne? Halt mal fest. Ich halte fest. Und einmal wieder kaputt hauen. Ja, kann unmöglich sein, dass wir nur ihn erledigen müssen und dann ist alles erledigt. Das wäre viel zu einfach. So. So, sie ist natürlich hier voll in Gefahr gerade. Ich meine, er kann ihn eigentlich auch nicht treffen, ne? Die werden alle ja geschützt. Das klappt. Oh, machen wir mal den hier. Und jetzt versucht euch mal zu beschützen, Kollegen. Sogar noch in Reichweite. Ich weiß auch nicht, ob ich für sie tanzen soll. Und jetzt machen wir euch alle platt. Also, noch mehr Verteidigung. Ist doch mal gut, Mann. So, ich zeig dir, wie du dich um mich kümmern kannst, ja.
Ach, er wird ihn ja wohl. Ah, natürlich. Warum frage ich hier eigentlich, ne? So. Natürlich. Wir nehmen einen. Okay. Natürlich. Warum gucke ich überhaupt nach? Warum spiele ich hier eigentlich mit Nummern? Warum spiele ich hier nicht eigentlich ohne auf die Nummern zu schauen? Ich sowieso weiß, die werden immer mit einer AP. Okay. Ich nicht mit irgendwas hier platt hauen, bevor du konterst. Nö, ne. Ich will das ja näher angreifen, einfach nur um Supportpunkt hier zu sammeln mit Luis. 18% wird er mich auch nicht treffen, ne? Cool. Das ist nur noch er übrig, ne? Ganz eindeutig das Ende des Kapitels, ne? Offensichtlich. Ja. Ah, komm. Das müssen wir nur noch ihn erledigen. Wie werde ich das jetzt wohl machen, ne? Sein Ding voll, weil ich genau weiß, jetzt wird irgendwie was kommen, ey. Was mir nicht gefallen wird wahrscheinlich. Meinen ganzen angekratzten Heildingern. Nein, da wollte ich eigentlich hochheilen. Hey, vielleicht soll ich noch nicht alle meine Charaktere bewegen, ne? Weil ich genau weiß, hier passiert gleich irgendwie was. Mach du ihn mal fertig. Ja, boah, passiert. Geht der Ring irgendwo anders hin, ne? Fuck, Ring erhalten. Du hast den Ring wieder an dich genommen. Ja, okay. Große Überraschung. Ah, oh Mann. Wer hätte das gedacht? Alle Gegner besiegen, kann ich machen. Oh, die geben mir einen extra Zug. Cool. Obwohl, ich weiß nicht, ob das cool ist. 127. So, was ist das hier? Stärkung. Macht mal hier Silberdolche. So cool. Weiß nicht, ob das so cool war, ehrlich gesagt. Jetzt muss ich mich auf eine Dutzend andere Gegner ja wieder einstellen, ne? Weil gut ist, hier sind eine Menge Orte, wo ich mich reinpacken kann. 109 ausweichen, das ist eine Menge. Und ja, ich kann eigentlich wieder 127. Ich meine, nee, kann ich nicht. 164, ne? Also bis auf die Magier wieder, ne? Aber selbst die müssen nicht so eine hat 24, wenn ich die hier reinpacke, ne? Er kann sich um die kümmern. 39, er macht ja. Okay, ich habe eine Idee. Zerkopf, du kümmerst dich um die Leute hier. Du dürfst nicht getroffen werden.
Die haben einige Durchwerfer. 37 Schaden. Wir können vergiften. Hm. Soll ich die auf mich zukommen lassen? Ja, ne? So ein Wärmtöter. Du hast einen Wärmtöter, ne? Ja. Aber sonst ihn dazu einzusetzen, ne? Ja. Ja, du musst ihn platt. So, wenn ich schaffe, dich anzulocken, dann kann ich dich noch sicher mit ihr abknallen, ne? Vielleicht noch mit dir. Ah, hätte sie mal einen Miniaturbogen hier, ne? Komm schon, geh mal auf sie los. Ah, mache ich ja eigentlich. Hätte doch eigentlich Protection hier einsetzen können. Oh. Voll die riesige Verschwendung, ich weiß, aber kann sie überhaupt reichen? Ja, ne? Wie schnell seid ihr? 33. Weibernritter sollten nicht so schnell sein. Weibernritter sollten echt nicht so schnell sein. Ist ja mehr oder weniger so ihr Ding, ne? Die sind halt voll stark, aber halt nicht so schnell. Kannst du nicht genauso schnell als den Pegasus-Ritter. Ne, Pegasus-Ritter sind normalerweise voll schnell. So, dann kommen wir mal zum Lisa-Situation, ne? 45, 60, das ist eine Menge Schaden. Aber ich habe meinen Tänzer hier, es ist okay. So, ich tu mal da ein. Obwohl. Ist eigentlich voll unnötig, ne? Aber. Ist auch unnötig. Kann ich irgendwas mit dir machen? Volganohorn. Kann ich irgendwie dich anlocken, ohne ihn anzulocken? Ja, kann ich. Oh, guck mal hier. Was ich ja machen kann. Ah, da ist schon wieder so eine ganz kleine Chance, hier daneben zu hauen. Auch wenn sie unglaublich minimal ist. Dann habe ich nicht einen Ritter tot. Ja, nehmen wir den. Eine Einheit weniger, die wir uns kümmern müssen. Perfekt. Ja. Ja, das ist ja zu sagen, aber du wirst ihn nicht treffen. Neben dem. Das habe ich ja wahrscheinlich die ganzen anderen Leute auch noch mit angelockt, ne? Ja. Ich hoffe, die anderen Typen da unten kommen nicht auch noch. Ach, da sind auch noch welche. Oh. Hm, soll ich mit Zollkopf da abziehen? Müssen ja natürlich wieder alle von da kommen. Oh. Was ist das denn für ein Schaden? 25 Schaden? Ach, da ist gar kein Weimann-Ritter, da ist ein verkackter Greifenritter. Und dann auch. Ich bin schon gewundert, warum die so schnell sind. Boah. So, was machen wir denn hier jetzt, ne?